Vers 8. Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharmasam stapanartaya sambhavami yuge yuge. Paritranaya zur Errettung, sadunam der Gottgeweihten, vinashaya zur Vernichtung, cha und duskritam der Gottlosen, dharma Prinzipien der Religion, samstapana artaya um zu erneuern, sambhavami ich erscheine, yuge Zeitalter, yuge nach Zeitalter. Um die Frommen zu erretten und die Gottlosen zu vernichten und um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen, erscheine ich Zeitalter nach Zeitalter. Erläuterung. Gemäß der Beschreibung der Bhagavad Gita ist ein Sadhu, ein Heiliger, ein Mensch im Krishna-Bewusstsein. Jemand mag äußerlich nicht religiös erscheinen, aber wenn er voll und ganz die Eigenschaften des Krishna-Bewusstseins aufweist, muss er als Sadhu angesehen werden. Das Wort Duskritam bezieht sich auf diejenigen, die für Krishna-Bewusstsein nichts übrig haben. Solche gottlosen Menschen, Duskritam, werden als Dummköpfe und die Niedrigsten der Menschheit bezeichnet, auch wenn sie mit weltlicher Bildung dekoriert sein mögen, wohingegen jemand, der hundertprozentig im Krishna-Bewusstsein tätig ist, als Sadhu angesehen wird, auch wenn er nicht sehr gelehrt oder gebildet ist. Was die Atheisten betrifft, so ist es für den höchsten Herrn nicht notwendig, persönlich zu erscheinen, um sie zu vernichten, wie er es bei den Dämonen Ravana und Kamsa tat. Der Herr hat viele Helfer, die problemlos in der Lage sind, Dämonen zu töten. Wenn er herabsteigt, so besonders deshalb, um seinen reinen Geweihten, die immer von den dämonischen Menschen bedrängt werden, Erleichterung zu verschaffen. Der Dämon verfolgt den Gottgeweihten, selbst wenn letzterer ein naher Verwandter ist. Obwohl Prahlad Maharaj der Sohn Hiranyakashipus war, wurde er von seinem Vater gepeinigt. Und obwohl Devaki, Krishnas Mutter, die Schwester Kamsas war, wurde sie und ihr Ehemann Vasudeva von Kamsa verfolgt, nur weil Krishna ihr Sohn werden sollte. Sri Krishna erschien also hauptsächlich, um Devaki zu retten und weniger um Kamsa zu töten, obwohl er beides gleichzeitig tat. Deshalb heißt es hier, dass der Herr in verschiedenen Inkarnationen erscheint, um die Gottgeweihten zu erretten und die gottlosen Dämonen zu vernichten. Im Chaitanya Charitamrita von Krishnadas Kaviraj finden wir die folgenden Verse, Madhya 20, 263-264, die definieren, was eine Inkarnation ist. Srishti hetu yaimurti prapanche avatare se ishvara murti avatara namadhare mayatita para vyome sabara avastana vishve avatari dhare avatara nama. Eine bestimmte Form der Persönlichkeit Gottes, die aus dem Königreich Gottes in die materielle Welt hinabsteigt, um zu erschaffen, wird Avatar, Inkarnation der Persönlichkeit Gottes genannt. Solche Inkarnationen sind Bewohner der spirituellen Welt, des Königreichs Gottes, und wenn sie in die materielle Schöpfung hinabsteigen, bekommen sie den Namen Avatar. Es gibt verschiedene Arten von Avatars, zum Beispiel Purusha-Avatars, Guna-Avatars, Lila-Avatars, Shaktyavesha-Avatars, Manvantara-Avatars und Yuga-Avatars, die alle nach einem bestimmten Plan überall im Universum erscheinen. Sri Krishna aber ist der urerste Herr, der Ursprung aller Avatars. Sri Krishna erscheint mit der besonderen Absicht, die Not der reinen Gottgeweihten zu lindern, die sich sehr danach sehnen, ihn bei seinen ursprünglichen Spielen in Vrindavan zu sehen. Daher ist es der Hauptzweck des Krishna-Avatar, seine reinen Geweihten zu erfreuen. Der Herr sagt, dass er sich in jedem Zeitalter inkarniert, und dies deutet darauf hin, dass er sich auch im Zeitalter des Kali inkarniert. Wie es im Srimad Bhagavatam heißt, ist die Inkarnation im Zeitalter des Kali Sri Chaitanya Mahaprabhu, der die Verehrung Krishnas durch die Sankirtan-Bewegung, das gemeinsame Chanten der heiligen Namen, predigte und Krishna-Bewusstsein in ganz Indien verbreitete. Er sagte voraus, dass sich die Kultur des Sankirtan überall auf der Welt von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf verbreiten werde.
In den vertraulichen Teilen der offenbarten Schriften wie den Upanishaden, dem Mahabharata und dem Bhagavatam wird Sri Chaitanya versteckt, nicht direkt, als die Inkarnation Krishnas, der Persönlichkeit Gottes, beschrieben. Die Geweihten Sri Krishnas fühlen sich zur Sankirtan-Bewegung Sri Chaitanyas sehr hingezogen. Dieser Avatar des Herrn tötet die gottlosen Lebewesen nicht, sondern erlöst sie durch seine grundlose Barmherzigkeit.